Danke, Frau Leonhard. Ich wünsche euch ein LKW. Hier bin ich jetzt groß und ganz, manche sagen Meister der Arroganz, andere auch, ich verstand's, der Kaltebach, ich mein, der kann's, das alles klingt, ich geb es zu, furchtbar selbstbewusst, spinnert dazu und ich mein, ich soll das wagen und halt vor euch einfach mal sagen, was da ist dran, an dem Gerücht, trau, war du siehst, dem Recht, trau nicht. Seit letzter Fasnacht, liebe Leute, war es nicht nur eine Freude, als letzte Burg auf dieser Welt wurdst du oft ins Abseits gestellt. Das Narrentreffen war geboren. Konstanz als Gastgeber auserkoren. Die Narrenwelt war hier zu Gast. Hast du sie gesehen, hast Epps verpasst. Hinterrücks, so bleibt der Schluss. Hat so manche blöde Nuss die Sache in ganz, sag mal, begriffen, den hat der Neidfaktor geschliffen und er hat ein Jahr danach noch immer nicht verdaut, die Sache. Wie anders wäre zu erklären, dass Generationen von der Bühne blären, der Plätzlebuhr, die rote Brut, erzeugt in denen Riesenwut. Sie wissen nicht, warum sie sauer. Nur wären sie so auch nicht schlauer, so schaue ich jetzt aus der Distanz. Und glaube mir, jawohl, ich kann's auf die Bühnen dieser Narrenwelt, wo mehr wie hier nur Eitles zählt.
sage, ich bin vielleicht voreingenommen, weil ich Welt bin. Aber ich glaube, es gibt zig Vereine in Konstanz, die auch organisiert sind. Und von denen hat, glaube ich, noch keiner das geschafft, ein Narrentreffen zu organisieren. Das schaffen, glaube ich, bloß Plätze. Und die Narrentreffen, wo ich da dabei war, die waren bis jetzt immer super. Vielleicht ist das einmal ein Anreiz für unsere Vereine, dass sie auch sowas mal probieren. Und wenn sie Unterstützung brauchen, die kriegen sie garantiert von mir. Jawohl! Hono! Hono! Der hat ja noch gar nichts gesagt. Also Butzelauf 2013. Wenn ich weiß, ich darf eine Rede schwingen, tue ich zuerst meine Gedanken aus Blättle bringen. Es wäre auch dies Jahr besser gewesen für manchen Alten, wenn er sich daran hätte besser gehalten. Zum Erstaunen aller fiel die Bekanntmachung am LT aus, denn der Text dazu, der lag zu Haus. Doch gegen einen Spruch, da muss ich mich wehren. Der ging gegen unsere Frauen, die Zentner schweren. Da ist die Grenze des Guten überschritten, drum darf ich hier um Zurückhaltung bitten. Wir lieben unsere Frauen im FZ, die sieht man uns doch an, über die man uns nur noch beneiden kann. Auf unsere Frauen ein dreifaches Hüt, 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 Altstadt bewohne ich beim Kaffee stören. Oder ist schon gerade eine volle Stunde. Ich bin nicht ruhig, ich halte nicht meinen Mund. Vorschriften und Regeln von denen Nieten. Doch mein Gott, lass ich mir nicht verbieten. Mit der Fasser ist jetzt leider bald Schluss. Das gibt noch etwas, was ich sagen muss. Über den Brüderle und Steinmeier doch ein Klugleut schwätzt. Ich finde das lange jetzt. Was in Konstanz passiert, da muss man ran. Denn das geht uns alle an. Es gibt ein paar Probleme, echte. Ich sag nur, Konstanzer Sommernächte. Einst ein frohes, kostenloses Konstanzer Zusammensein. Dies Jahr brauchst du bald täglich einen grünen Euroschein. Der einzige Bucher, hohe Getränkepreise. Leute, ich finde es einfach scheiße. 39 Euro für Oma Nena, 25 für Matthias Reim. Liebe Leute, da bleibe ich lieber daheim. Jawohl. Und willst du als Konstanzer mal in die Stadt? Ja, das hat bald jeder Bürger satt. Ein Parkplatz kriegst du eh nicht, das ist klar. Steht alles voll mit TG und ZH. Und konntest du doch mal eine fangen an der Kasse, die nächste Schlange. Im Kaufhaus, Supermarkt, Kino, Beiz, du meinst, bist hier in der Schweiz. Ich meine, das kannst du nicht mehr sein. Stein ans Bein, ab in der Reihe, mit Samt und grüner Ausfuhrschein. Zur Entgegnungszone am Bahnhof muss ich auch noch etwas sagen.
Wie ihr wisst, darf man nur noch 20 fahren. Ein Smiley sagt dir, ob du zu langsam fährst oder noch ein bisschen Gas geben darfst. Die Linien sind grün, das wisst ihr auch. Die Begegnungszone am Bahnhof, auch keine Sau. Jetzt aber zur Fasnacht. Es war wie immer schön. Und das Glasverbot ist zwar eine gute Idee, aber die Umsetzung, das war noch nicht so das Gelbe vom Ei. Teilweise bist du vorgekommen wie bei der Betriebsfeier von der Polizei. Totale Kontrolle, so viel Polizei. Da muss man noch etwas ändern. Oder soll das die Zukunft der Fasnacht sein? Am Samstag auf dem Narrenmarkt bist du kostümiert. Natürlich, keine Frage. Doch auf dem Weg dahin wirst du angeschaut, als hättest du eine Sparkasse ausgeraubt. Auf dem Konstanzer Oktoberfest laufen sie rum, in Dirndl und Lederhose. An der Fasnacht in Zivil. Was ist da los? Oktoberfest in Konstanz, ich mag's ja schon. Aber Konstanzer Fasnacht, das ist Tradition. Komm, komm und auf Gas. Ja, jetzt geht's dann. Also, drum kommen auf Gas, da ist was los. Von mir aus auch im Dirndl oder Lederhos. So, liebe Leute, ich muss jetzt gehen. Schöne Rechtfahrschnitt. Oder wo? Vielen, vielen Dank. Super Beitrag. Bitte, der nächste darf da. Unsere Heimat ist die Gass und wie viele andere sind wir unterwegs und machen Späfle mit den Leuten. Andere spielen ihr Instrument, proben das ganze Jahr und ziehen dann unermüdlich durch unser Späfle und machen Musik. Wieder andere stehen auf der Bühne und verbringen viel Zeit mit dem Ausdenken von Sketchen und Büttenreden. Und das alles ist gut so. Denn so oder das macht die Vielfalt unserer Partner in Konstanz aus. Und deshalb tut es mir in der Narrenseele weh, wenn ich so während der laufenden Fernsehfasnacht im sozialen Netzwerk Kommentare liest wie: Das ist doch in Konstanz. Oder Müll hoch 10. Oder zum Sterbe langweilig. Oder noch viel Schlimmeres. Sicher kann man manches besser machen, aber mit solch blöden Kommentaren erreicht man nur Frust. Deshalb zu den Nörglern, auf in die Bütt, denn nur wenn du was riskiere, dann darfst andere kritisieren. Und zu der Akteure, auf der Bühne, lernt euch in Ärgeres und macht weiter so, denn das ist Konstanzer Vielfalt. Oder wo? Oder wo?
herzlich danken. Unserer Musik, nämlich dem Fanfarenzug heute unter der bewährten Stabsleitung von Uwe. Uwe, klasse gemacht. Unser geborener Fanfarenmeister. Wo ist denn eigentlich der Toni? Alle Toni, rechts. Er hat heute Freizeit. Er hat so eine Überstunde gemacht im Laufe des Jahres, sodass er heute mal ganz bedenkenlos nur mitlaufen will, nur mitlaufen darf. Herzlichen Dank, ihr seid toll drauf. Und wenn jemand eine Zahl zum Kochen trinkt, dann seid ihr das. Und George, müssen wir mal weit reinhören, wir müssen nochmal so was tun. Klasse. Euch allen ein herzliches Dankeschön. Und jetzt kommt zum guten Schluss des heutigen Tages. Wir tauschen der Feuer los jetzt sogar dort. Was denn? Eine Untergruppe an euch Narren habe ich schon gemacht, an die Hanke-Truppe, die hier einen wunderschönen Wagen präsentiert hat. Ich meine, jetzt können wir mal applaudieren, weil diese Gondel ist schon einzigartig, oder? Ja, ja. Auf die ist ja auch verlassen. Wir haben inzwischen eine fahrbare Beschallung und die funktioniert auch immer. So, zum Schluss ist Naro Naro 77, aber jetzt möchte wirklich jeden, selbst der krächzt, einfach dabei haben. Naro, Naro, sieben, sieben, sieben Narren sind es sind. Oh, auf der Schaumann-Eiland, danke schön. Eins, im halb fünf oder so. Ja, genau. Bitte, 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 b